damit herzlich willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, und wieder Champions League Zeit. Wir sehen hier an der Tabelle schon Marseille 3 Punkte, wir 8 Punkte. Das heißt, selbst wenn wir heute verlieren, wir sind auf jeden Fall schon mal weiter. Wäre natürlich schöner, wenn man als Erster weiterkommt und noch sich irgendwie vor Manchester schieben könnte, aber das müssen wir, glaube ich, im direkten Duell gegen Manchester United selber machen. Eher kriegen wir das nicht hin. Ich musste jetzt kurz nach Sprache suchen am Anfang des Parts, weil ich habe mir aus Langeweile mal vorher hier die Jobangebote angesehen. Und ja, Eintracht Frankfurt, Toulouse, Nizza, Hoffenheim, Bordeaux, Boom, AS Monaco und James Rodriguez. Da kommt man schon mal ganz kurz ans Überlegen, wenn man so auf das Transferbudget guckt. Ich meine, dann ist die Herausforderung weg und deswegen ziehe ich das erstmal nicht in Betracht. Will so und so erstmal bis zum Winter auf jeden Fall in Berlin bleiben. Sind ja mittlerweile schon im Jahr 2015. Das Jahr 2016 kommt bald. Und ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf jeden Fall. Ich nehme jetzt hier am Freitag nochmal auf. Die meisten Folgen sind noch nicht ausgestrahlt. Ich habe ja bis zum Montag voraus aufgenommen. Ist nicht viel, aber aktuell ist halt schwer. Weil ich habe, muss man offen zugeben, ein paar Projekte zu viel am Laufen. Und ich überlege, das auf 4 Projekte runterzuschrauben. Sprich, Be a Bro wird wieder weg müssen erstmal. Und einer der beiden Manager, beziehungsweise einer der 3 Manager muss weg. So, dass ich am Ende 2 FIFA habe. Sprich, hier FIFA Karriere und einmal FIFA Ultimate Team und 2 Manager. Dann sind das 4 Projekte, könnte man sagen, jeden Tag 2. Und dann immer im Wechsel. Das ist, denke ich, eine gute Lösung. Könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das so begrüßen würdet. Und ich denke, ich mache das auf jeden Fall so, weil ich muss ja auch ein bisschen an mich denken, wie ich hier Zeit habe, das hochzuladen. Und wir haben ja gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, dass Horn das sein letztes Spiel war, da ist mir die Form scheißegal. Gegen Dortmund, das liegt mir jetzt noch in den Knochen, obwohl es schon 2 oder 3 Tage her ist. Hier die Form von den meisten geht immer noch nach unten. Das ist einfach Adeli der Einzige, der so ein bisschen Form nach oben hat. Sippel und Alberto, unsere Jugendspieler, die gar nicht zur Geltung kommen. Und damit können wir in die Champions League. Hab jetzt gar nicht geguckt, ob alle fit sind, aber gehen wir einfach rein. Bundesliga können dann die Fitten wieder spielen. Silberlevel, um die Mauer oder unter hier hindurch. Ei, alter Schwede. Flachschuss war dieses hier, ne? Lasogga ist natürlich auch kein Freistoßschütze. Ich verstehe auch nicht, warum immer die... Was? Ich habe die gar nicht getroffen. Das Teil da unten. Können wir den so hier rumdrehen? Oh. Ja. Dann müsste der jetzt eigentlich da oben hingehen, ne? Nee, absolut überhaupt nicht dahin, wo ich den haben wollte. Ach, ich verstehe das System hier einfach nicht. Leck mich doch. Ich mache nur die flachen Bälle. Das kann ich nämlich gut. Das kann ich wirklich vorzüglich. So hier vielleicht. Oh. Ja, war noch einer der Besseren. Leider Gottes. Oh Mann, alter Schwede. Champions League. Spieltag Nummer 5. Unsere Startelf. Nichts Neues. Aubameyang hier als Top-Torschütze gelistet. Der Mann, der so weit hinter seinen Erwartungen zurück ist. Und Luc de Jong in Reihen der Marseillanern. Müssen jetzt erstmal sehen, dass wir nach der Dortmund-Blamage hier einigermaßen nicht ins Schlittern kommen, obwohl es schneit. Ach komm schon, Schiri, Alter. Nimm mal diese Schiris. Sieg!
Sieg. Schön von Ginter, Lasogga. Trimmic braucht wieder zu lange, aber diesmal kann man es verstehen. Schöne Parade von Wolf. Abwehr kriegt das nicht geklärt. Nochmal überragend von Wolf. Der verdient sich jetzt schon die Sympathien von mir. Zweimal richtig genial, der Typ. Muss man so sagen. Und hier hinten in der Abwehr haben wir so scheiße viel Lücken. Das passt mir gar nicht. Eieiei, wenn ich muss irgendwie, ich muss nochmal die Individualtaktik umstellen. Ich glaube, da ist meine von Asbach uralt noch drin, wo ich auf volle Möhre Offensive gestellt habe. Der ist doch gefährlich, aber wieder Raphael Wolf, die ablösefreie Verpflichtung vor der Saison, sammelt schon wieder Fleißpünktchen im Gegensatz zu Timo Horn, der hier und da, verdammt, stand der schlecht, seine Probleme hatte und hier und da hieß in jedem Spiel. Und wir kriegen hier, wie in jedem Spiel, in den letzten Parts nicht viel zusammengebacken. Ah, ein Schritt zu spät. Sonne ist gerade auch mega unförderlich, muss ich sagen. Nein, der sollte noch einen durchgehen, verdammt. Aber schön wiedergeholt von Westergaard, bleibt leider trotzdem gefährlich. Eieiei. Mal gucken, ob ich gleich die Rollladen hier runter mache, um da was besser sehen zu können. Schöner Ball, gut getimt, aber Trimmic kann sich gegen Nkululu nicht durchsetzen. Natürlich kein Verteidiger von irgendwoher, sondern schon einer, der was drauf hat. Genauso wie Westergaard, Çalhanoğlu, Firmino, Lasogga, Westergaard, Firmino, die erste Hertha-Chance. Eingeleitet von Westergaard. Und vollendet von Firmino, die beiden Ex-Hoffenheimer. Ja, Mann, ich pflege keine Sympathien für Hoffenheim, aber den ein oder anderen brauchbaren Spieler gibt's da schon. Ey, das gibt Vorteil für die, für was? Alter, manchmal komme ich mir richtig verarscht vor. Schön da gestört. Reicht für den Ballverlust. Aubameyang, bitte weit werfen. Ja, ein bisschen weiter hätte es vielleicht noch gekonnt. Ayu, also ich brauche euch nichts sagen, dass von den Qualitäten hier quasi, dass man Marseille nicht unterschätzen sollte, egal ob wir in der Tabelle vor denen stehen oder nicht. Was pfeift ihr denn da jetzt schon wieder? War doch gar nichts. Oh, Gottes Willen, ey. Dein Ernst, Junge. Kein Problem für Wolf. Der den Ball direkt weiterleitet. Für Minjo. Schickt schön Trimmic. Der läuft jetzt auch mal gut. Aber verliert den Ball dann gegen Mendy. Ich hatte doch gerade hier den Çalhanoğlu. Warum klaut er mir den denn? Raphael Wolf, deiner. Sauber, Junge. Also, er gibt mir so viel Ruhe. Das hat Horn nicht geschafft. Ey, Schiri. Mann. Schöner Doppelpass. Das erinnert an unsere Anfangszeit. Chandler, bärenstark. Chandler, Siedler sogar. Oh. Oh, Torwart segelt da schon vorbei, war schon geschlagen, aber der Ball schlägt neben dem Tor ein. Trotzdem, so kann es gehen. Einfach mal schnell der Doppelpass wie früher. Ganz einfache Mittel ohne große fußballerische Zauber. Zack, zack, zack. Und schnell die Abwehr aushebeln. Dafür spielen wir ja mit diesen offensiven Außenverteidigern. Aubameyang kann das nochmal auch. Für Minjo. Trimmic müsste Aubameyang schicken, macht das. Der läuft auch super, Aubameyang. Nochmal Lasogga. Latte. Oh. Das gibt's doch nicht. Darf doch nicht wahr sein. Chandler. Ecke. Hey, 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 hey. Latte Lasogga. Was
eine Chance. Und jetzt ist die nächste und die lässt er sich nicht entgehen. Pierre-Michel Lasogga, Ecken können wir doch. Ecken können wir doch. Lasogga. Ich höre nichts, Jungs. Ich höre nichts. 1-0. Schöne Ecke von Çalhanoğlu. Lasogga gegen zwei Mann und den Torwart. Super, super, super. Stück für Stück ein bisschen gefährlicher geworden hier. So darf das gern weitergehen. Nur jetzt hinten nicht nachlassen, so wie hier. Westergaard, mega geile Grätsche. Mega geil, zwar ein bisschen riskant, da habt ihr durchaus recht, aber der weiß, was er tut, der Mann. Firmino und Aubameyang im Zusammenspiel. Aubameyang, Aubameyang. Firmino! Ah! Super, die beiden. Aber leider noch ein Verteidiger dazwischen. Ecke. Diesmal ist Aubameyang abgefälscht. Nochmal Ecke. Was eine Drangphase. Çalhanoğlu knallt ihn nochmal rein. Suchen wieder Lasogga. Finden ihn. Parade vom Torwart. Zweiten Ball kriegen wir wieder nicht. Aber Aubameyang ist da. Was schießt denn der den Ball weg? Ich habe doch gar nichts gedrückt von wegen Schießen, Flanken oder was auch immer da vorhatte. Nee, bleibt im Tor, Wolf. Gut so. So, und jetzt weg. Gut so, gut so. Sehr riskant. Auch absolut nicht so gewollt, aber ist gut gegangen. 1-0 Pausenführung. Nach dem 4-0 gegen Dortmund ist das jetzt wirklich ein Spiel, das denke ich hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich hätte vielleicht vorher doch mal gucken sollen, wer platt ist. Da sind nämlich einige. Heilige Mutter Maria Gottes. Nimm mal Adeli noch rein, der ja eh eine gute Form hat. Oh, Junge, Junge, Junge. Da kannst du schon jetzt mal sagen, in der Bundesliga spielen wir mit einer C11. Das sehe ich jetzt schon kommen. Denkst du, Junge, denkst du? Schöner Ball von... Oh. Dieser Firmino, ne, der ist sowas von genial. Und den haben wir ablösefrei bekommen. Genauso wie den Wolf im Türchen, der heute ein super Spiel macht. Das gibt er, das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Da gibt das Elfmeter, das ist doch, nee. Ja, Raphael fucking Wolf, Alter. Raphael fucking Wolf, diese... Das ist ein Gott. Das ist ein Gott, ist das, sage ich euch. Ein Gott. Oh. Raphael Wolf, Torhütergott, ey. Lecco mio. Könnten nur mal in der Abwehr noch einen Gott gebrauchen. Okay, oder auch nicht. Total ungefährlich, aber dieser Raphael Wolf, ey. Wenn er jetzt nicht eine gute Form bekommt nach diesem geilen Spiel hier, dann ist FIFA total unrealistisch, ganz ehrlich. Lasogga, Zusammenspiel mit Digne. Der wird hier doch festgehalten, Junge. Ich kann leider nicht mehr wechseln, sonst hätte ich davon gerade Gebrauch gemacht. Abseits. Adeli, Chandler, Adeli. Will Werner mit ins Boot nehmen, aber der kommt nicht ganz ran. Oh, das ging zu einfach. Ja, so geht's auch. Lasogga, 11. Saisontor, die Saison. Payet kommt jetzt in die Partie, nicht weniger gefährlich. Adeli. Ich hab doch abgebrochen. Trotzdem gut nachgesetzt. So darf's gern weitergehen. Nur nicht hier so schnarchnasig. De Jong kommt eh gleich wieder, der lange Ball. Dinier, ausnahmsweise gut. Lasogga. Oh, kriegen den Ball nicht geklärt. Immer noch nicht geklärt.
kriegen das Ding nicht raus. Das rächt sich irgendwann. Weg damit. Oh, Werner kommt nicht in Dritt. Ich habe vergessen, auch die Rollladen runter zu machen, sehe ich gerade. Nein. Oh. Diesmal war auch Wolf schon geschlagen, aber zum Glück kriegt er den Ball nicht über die Linie. Jordan Ayew nun raus. Werner kommt einfach nicht in Tempo. Was ist los mit dir, Keule? Und passen kann er auch nicht mehr. Hat alles verlernt, wa? Zum Glück dreht der da um. Der war nämlich wieder durch. Mist. Durch ist aber auch der zweite hier und der ist verdammt schnell. Chandler stellt den aber gut. Boah, zu früh runtergegangen. Abseits oder was? Boah, es hat einen Krampf jetzt hier. Oh, Mist, da sollte er auch nicht hin. Okay, wieder abseits. Das haben wir gut im Griff. Nochmal Wechsel. Tyson kommt aus der Ukraine, verpflichtet worden. Offensiver Mann, sehr gefährlich. Vor allen Dingen, wenn wir den Ball so in die Füßchen spielen. Dinier eigentlich stark, aber Schiri sagt nö. Und das wird brandgefährlich. Und Wolf ist da. Da ist Platz. Super. Chandler, Adeli, geh mal ab. Boah, genau in die Füße von Mandy. Da habe ich nur drauf geachtet, wer hinter mir ist. Und hier habe ich nur drauf geachtet, wer da ist. Jordan Ayew ist in die Partie gekommen, nicht raus. Ginter, Dinier. Passen war noch nie seine Stärke, vor allen Dingen nicht über so eine Distanz. Adeli erst mit der Balleroberung, dann mit dem Ballverlust. Ginter, Wolf, weg damit. Lasogga wird hier direkt wieder geschickt. Pierre-Michel Lasogga kommt nicht vorbei. Nimmt aber auch wieder ein bisschen Zeit von der Uhr. Inga Randa. Jawohl, weg damit. Müsste es eigentlich gewesen sein. Jawohl. Puh, Sieg. Zweite Halbzeit deutlich nachgelassen. Aber dank Raphael Wolf haben wir das hier gewuppt. Dürfte eigentlich eine richtig gute Spielernote sein hier. Klasse Parade. Also Chandler 8-1, Raphael Wolf 9,1. Noch Fragen? Bei Marseille sieht die Verteilung folgendermaßen aus. Romao habe ich gar nicht gesehen, kriegt aber eine 7,5, wo auch immer der Kerl gespielt hat. Ihr habt da meistens bessere Sicht. Lyon, Bayern 2:2. Hertha hat den Sieg im letzten Spiel des diesjährigen Champions Cup Wettbewerbs für sich entschieden in einer engen Partie, bei der es auch im Vorfeld keine Favoriten gab. Triumphierten sie 1:0 über ein bitter enttäuschtes Marseille-Team. Januzaj leidet. Hart leidet auch. Und ich so und so. Boah, Alter, sind die alle tot. Tot sind die. Pressekonferenzen nehmen wir natürlich immer noch mit, sagen für den guten, warte mal, ich muss einen Einzelspieler loben. Dazu muss ich aber erst die Aufstellung anpassen, damit ich die noch loben kann.
Horn raus, Wolf rein. Horn, Gersbeck. Büro, Pressekonferenz. Zack, Spiele loben, Raphael Wolf. Musste einfach sein, gerade jetzt gegen seinen Ex-Verein. Dann muss das dringend sein. Lustenberger trifft auf Ex-Verein. Fuck die, lobt vorm starken Wolf. Wir haben zwei neue Nachrichten. Aktuelles aus Spanien. Oh, der hier finde ich ein bisschen interessant. Verteidiger können wir vor allen Dingen gut gebrauchen. Nito, nee. David, nee. Fontas auch nicht. So, ich hoffe, der Edgar je geht hier auch so ein bisschen. Den kaufe ich mir im Fußballmanager immer gern. Und peppel den dann auf. Den haben wir noch 14 Tage, aber der sieht jetzt nicht so stark aus. Aber die haben dem ja als großes Talent angepriesen. Also von daher sollte das auch ein großes Talent sein. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Tabelle. Vor dem 17. und damit letzten Spieltag der Hinrunde Bremen auf 9. Hertha steckt noch auf 5 fest. Mit einem Sieg kann man vielleicht oben dran bleiben, aber Dortmund ist schon 13 Punkte weg. Also Meister werden wir voraussichtlich diese Saison nicht. Ist, denke ich, auch ein bisschen realistischer. Von daher, so geil bin ich darauf jetzt nicht. Ist natürlich immer schön, Meister zu werden, aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. Was wollte ich noch sagen? Torwart brauchen wir eventuell einen neuen. Horn müssen wir uns auf jeden Fall von trennen. Wolf, denke ich mal, behalten wir. Und ja, ansonsten sind wir wieder am Ende angelangt. Ich danke euch, dass ihr wie immer fleißig zugeschaut habt. Wenn ihr noch Tipps habt oder Wünsche, was Spiele angeht, dann könnt ihr diese jetzt in die Kommentare schreiben und beantwortet bitte die Frage nochmal, wenn es geht, wie euch das mit den zwei Parts täglich gefällt. Also einmal Fußballmanager und den anderen Tag dann FIFA oder irgendwie auf jeden Fall zwei Parts pro Tag und dann nur vier Projekte und nicht wie jetzt sechs oder sieben. Und wenn ihr mehr Infos wollt zu meinen anderen Projekten und auch zu diesem hier, dann lest bitte die Videobeschreibung durch. Dort stehen alle Informationen, die ihr braucht. Auch andere Videos und Playlisten sind darüber auffindbar. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, lasst mir immer ein Abo da. Oh, ansonsten, ne, wisst ihr Bescheid, nächster Part, ihr seid wieder dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Bis dann, ciao, ciao.